Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, hier in Rom zum Test des neuen Honda SH300i. Ja, Rom ist eigentlich ein Heimspiel für den SH300i, auch für die kleineren Geschwister SH125i und SH150i. Den gibt es nicht überall, den gibt es nur auf ausgewählten Märkten, den 150er. Aber egal, die SH-Familie steht im Übrigen für Small Honda, falls das jemanden interessiert. Diese SH-Familie ist eben in Italien besonders beliebt und eben kein Zufall, dass das hier in Rom präsentiert wird, der neue SH300i. Und das liegt unter anderem an den Straßen, die hier in Rom, verlegt wurden oder im Laufe der Jahre nicht mehr so aussehen, wie sie einmal ausgesehen haben. Viele Pflastersteine, die eigentlich schon so halb rauskommen und eigentlich ein gutes Fahrwerk erfordern. In dem Fall, der SH300i bleibt seiner Linie treu, hat nach wie vor 16 Zoll Räder vorne und hinten und ein relativ komfortables Fahrwerk, das eben diese Unebenheiten gut wegstecken kann. Ich war bis vor 10 Minuten auch noch hier unterwegs in Rom. Wir haben da einen, muss ich sagen, wirklich guten Guide gehabt, der uns da Vollgas durch die Kolonnen kreuz und quer geschleppt hat und hat wirklich viel Spaß gemacht. Vor allem eben, weil der SH300i nicht nur durch die großen Räder und daher viel Stabilität überzeugen kann, sondern auch, weil er eben extrem handlich bleibt, trotz der großen Bereifung. Also man braucht nicht unbedingt kleine Räder, um sehr wendig zu sein. Der SH und vor allem der SH300i beweist, dass es auch eben so geht mit den großen Rädern, dass man wendig bleibt. Denn vergleichsweise wiegt der SH300i nicht sonderlich viel, 169 Kilo, der neue jetzt. Was hat sich noch getan? Wer jetzt meint, so von der Seite, der schaut ja eh ziemlich aus wie der alte. Man muss sie eigentlich nebeneinander hinstellen und merkt dann extrem viele Unterschiede. Auf den ersten Blick gebe ich zu, dass er seiner Linie treu geblieben ist. Die Front ist aber schon stark verändert. Also es ist jetzt ein LED-Scheinwerfer, LED-Begrenzungslicht, das eigentlich irrsinnig cool da so um die ganze Front geht. LED-Rücklicht in einer neuen Form. Das schaut moderner aus, das nimmt die Sachen auf, die eben jetzt gerade aktuell sind. Aber der SH300i bleibt meiner Meinung nach einfach ein so richtig schöner, herziger Roller, dem man nicht diese Sportlichkeit zutraut, die er hat. Und beim neuen ist es jetzt eigentlich noch besser. Er ist zwar ein bisschen schwächer, leistet 25 PS bei 7500 Umdrehungen, hat dafür ein Drehmoment von 25,5 Newtonmeter bei 5000 Umdrehungen. Das ist jetzt im Vergleich zu einem Motorrad natürlich nicht viel, aber eben durch das relativ niedrige Gewicht des SH300i geht der richtig gut ab. Also der ist extrem schnell auf einem 100er. Auf der Autobahn sind wir dann so 160 gefahren, da geht dann nichts mehr weiter, da fängt er dann ein bisschen zum Ruckeln an. Aber hey, ein 300er Roller mit 160 km/h am Tacho, das ist jetzt sicher nichts Schlechtes. Und daher ist dieser SH300i eben auch besonders beliebt bei Pendlern, die vielleicht 30, 40 Kilometer dann in die Stadt hinein fahren müssen. Da ist ein 125er schon anstrengend, aber mit dem 300er ist das einfach ausgezeichnet zu erledigen und es macht auch wirklich Spaß, mit dem zu fahren. Wir waren eben auch auf der Landstraße unterwegs und in Wechselkurven, eben die Handlichkeit, wie gesagt, extrem gut, aber auch relativ stabil. Also man darf es eben nicht mit einem Motorrad vergleichen, da ist es schon ein bisschen wackelig, aber mit anderen Rollern verglichen hat der SH300i ein wirklich gutes Fahrwerk. Das Chassis ist nämlich auch neu, ein neuer Rahmen, also da haben sie sich auch bemüht, das ein bisschen zu verbessern. Gut am 300er nach wie vor dieser tiefe Durchstieg und man sitzt halt wirklich drauf wie auf einem normalen Sessel. Es ist gemütlich, also gemütlicher geht es eigentlich kaum. Windschutz, da kann man sich mit dem Zubehör helfen, da gibt es dann eine hohe Scheibe. Er wird in Österreich um Einführungspreis knapp 5.500 Euro angeboten. Da ist dann auch schon das Topcase dabei. Also meiner Meinung nach ein ganz guter Preis für diesen Roller. Zumal er eben eine verkannte Sportskanone ist, weil er eben so nett aussieht und man ihm eben diese Sportlichkeit gar nicht zutrauen würde.
Was wiederum schon verbessert wurde, und das ist bei so einem Roller natürlich schon sehr wichtig, das Helmfach unter der Sitzbank fasst nun 19 Liter. Es passt nun wirklich ein Vollvisierhelm hinein. Also das ist jetzt nicht mehr so eine halbe Geschichte, dass eben nur ein Jethelm hineinpassen würde, weil, wie ich schon angesprochen habe, 160 auf der Autobahn ist mit dem Integralhelm vielleicht dann doch gescheiter, und es passt eben ein Integralhelm in dieses Helmfach unter der Sitzbank hinein. Ja, insgesamt eine geglückte, eine gelungene Weiterentwicklung des beliebten SH300i. Das ist ja immer so die Gratwanderung. Man will den jetzt natürlich nicht radikal ändern, wenn er sich gut verkauft und wenn er eben sehr beliebt ist. Und Honda hat das gut gemacht. An der Front eben die moderneren Leuchten. Das heißt, man kann ihn wirklich gut vom alten unterscheiden, wenn man sich auskennt. Ansonsten sieht man ihn als einen sehr freundlichen, netten Roller. Man würde ihm vielleicht auch jetzt gar nicht die 300 Kubik zutrauen, weil er ja ein sehr schlanker Roller ist, der mit 169 Kilo auch gar nicht einmal so viel wiegt. Es gibt 125er Roller, die mehr wiegen. Ja, und insgesamt eben seiner Linie treu bleibt, aber in den Dingen, die verbessert werden mussten, eben auch wirklich verbessert wurde. Helmfach jetzt größer. Also das ist alles schwer in Ordnung. Der Motor, da hätte ich jetzt auch eigentlich nicht mehr gebraucht, aber es ist schon angenehm, dass er von unten und von der Mitte besser zieht. Also es ist ein richtig sportliches Gerät, das eben auch seine praktischen Talente hervorkehrt und einfach ein extrem gutes Pendlerfahrzeug ist. Ja, wenn euch mein Test des neuen Honda SH300i gefallen hat, wenn euch vielleicht die Stadtrundfahrt durch Rom getaugt hat, wenn euch meine technischen Ausführungen gefallen haben, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert überhaupt gleich unseren 1000 PS YouTube-Kanal, dann seid ihr stets auf dem Laufenden, kriegt die neuesten Videos gleich nach Hause geliefert, und ihr könnt auch Kommentare dazu abgeben. Also wenn ihr befindet, dass ich mit irgendwas nicht recht habe, was natürlich nicht die Wahrheit ist, aber wenn euch vielleicht noch ein paar Sachen einfallen, die besser gemacht werden könnten, dann könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal natürlich auch gerne kommentieren. Dankeschön!